Einen schönen guten Morgen, meine Hedefreunde und Agrarwissenschaftler. Ja, ich habe gerade gesehen, Tagesereignis immer noch dasselbe wie gestern und vorgestern. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Willi war auch gerade da. Wir machen natürlich gleich mal auf und tada! Wir haben 10 Glücksnetze. Wunderbar, wunderbar. So, schicken wir hier nochmal weg. Und wir gucken natürlich, Drehrad, gibt's was Schönes heute? Nee, nicht wirklich hier so ein, das Tor, das ist auch eigentlich ewig da, finde ich auch nicht so schön. Ich wollte gerade sagen, jetzt kriege ich es auch noch. Okay, Sushi ist in Ordnung. Popcorn war da gewesen, eine grüne. Wie weit sind wir denn schon wieder mit den Grünen? Oh, bei 90. Wir sind wieder nah an die 100. Das ist gut, das ist very gut. So, wir gucken mal kurz rüber nach Greg. Was hat er denn heute Schönes im Shop? Ja, das nehmen wir hier mal alles mit. Ein bisschen Obst und Gemüse, kann man immer gebrauchen. Und wir machen das letzte Kästchen auf und tada, oh, eine schöne Deko, die ist aber toll. So ein Picknickkorb, Picknickdecke da, wir gucken gleich mal rein, hier. Wo haben wir sie denn? Stellen wir sie auch gleich mal hin. Ja, wie gesagt, das ist diese Sucherei, das ist natürlich... wo haben wir sie denn? Wir haben so viele Dekos. Ich glaube, wir hätten, wenn wir alle Dekos hinstellen würden, ich glaube, wir hätten gar keinen Platz dafür mehr. Wir hätten, da müssten sie extra nochmal... Oh, ja, den Ballon habe ich natürlich auch hier gekriegt. Beim Farmpass war der mit bei gewesen. Und der Maibaum da oben. Ist nicht mit bei? Ist es nicht mit bei? Doch, das müsste doch hier mit bei sein. Oder war ich schon übersehen? So... Wir suchen und suchen und suchen. Hier sind die Ausbaudekos. Ah, da kommt noch was. Da kommt. Da ist er. Da ist er. Jawohl. Wir stellen ihn mal hier hin. Jawohl. Okay. Das ist schön. Das ist schön. Very nice. Ja, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Samstag. Viel Glück da draußen. Schönes Leben. Wie immer. Euer Onkel Jens.